Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Hendrik. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Mike Vinsay, 2. Oktober 2020. Aus einem Kryon-Channeling vom 14. April 2020, betitelt Weltweiter Rückzug des Livestream-Channelings durch Lee Carroll für Kryon. Ihr Lieben, euer Immunsystem hat so etwas noch nie erlebt. Die meisten unter euch haben ein robustes Immunsystem. Nur bei denjenigen, bei denen dies nicht der Fall ist, wird deren System auf das Virus überreagieren. Da könnte man sagen, dass es das Immunsystem selbst ist, was die Menschen tötet und nicht das Virus. Das Virus wird in diesem Fall die Fehlfunktion eures Körpers bis zu einem bestimmten Grad übernehmen, woraufhin dann das Immunsystem, das so etwas noch nie zuvor erlebt hat, völlig überreagiert und einen schnellen Tod verursacht. Damit habe ich euch gerade einen Schlüssel in die Hand gegeben. Wenn eure medizinische Wissenschaft dieses Immunsystem so einkapseln könnte, dass es nicht so überreagiert, würde diese Grippe niemals einen Menschen töten können. Ihr wisst ja, dass die Grippesaison wiederkehrt. Doch das wird dann einfach nur die Grippe sein und keine tödliche Grippe mehr, denn ihr werdet die Hintergründe erforscht haben. Und damit habe ich euch etwas an die Hand gegeben, woran ihr arbeiten könnt und was ihr wissen solltet. Und falls ihr glauben solltet, dass ich falsch liege, fragt einfach die Ärzte auf der Intensivstation, ob sie dieses Phänomen beobachtet haben. Sie werden sagen, ja, und wir wissen nun auch, dass es da noch etwas anderes gibt und wir wünschten, wir wüssten, was das war. Konzentriert euch nicht auf den Virusimpfstoff, sondern auf das Immunsystem. Findet heraus, warum diese Reaktion stattfindet und löst dieses Rätsel um das Immunsystem, damit es keinen verheerenden Schrecken mehr bedeutet für so viele und keinen Schmerz für viele Herzen, den unangemessenen Tod. Ihr habt es euch zur Gewohnheit gemacht, nach einem Heilmittel von außen zu suchen, um weiterzukommen und Schutz zu erhalten. Macht euch aber klar, meine Lieben, dass dies nur ein Zusatz zu einem wunderbaren Immunsystem ist, das um Hilfe bettelt. Was, wenn ihr eines Tages keinen Impfstoff mehr benötigt und stattdessen super stark in eurer Widerstandskraft werdet? Was, wenn alles durch die Verbesserung eures eigenen Immunsystems gelöst und geheilt werden kann, statt von außen? Was, wenn diese Stärke von organischen Substanzen und einer verstärkten Unterstützung eures eigenen Immunsystems ausgeht, statt dass ihr eine Pille nehmt? Das wäre ein neues Paradigma für die Mainstream-Gesundheit. Mike Vinsay, 2. Oktober 2020. Ob ihr nun darauf vorbereitet wart oder nicht, die Pandemie beeinflusst euren Alltag immer noch sehr stark und das in einem Maße, dass die Normalität in weiter Ferne zu liegen scheint. Macht euch bewusst, dass bestimmte Geschehnisse sich eurer Kontrolle und sogar eurem Verständnis entziehen, weil sie als besondere Ereignisse arrangiert sind, die notwendig sind, um euch auf neue Bahnen zu lenken. Das kann zu Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten führen, aber die Bedeutung des Ereignisses an sich hat Vorrang und vor allen anderen Überlegungen. Auf lange Sicht gesehen werdet ihr eines Tages zurückblicken und die Vorteile dessen erkennen, was während der Umstellungsphase geschehen ist. Ohne diesen Einschnitt wärt ihr in einer eher statischen Zeit stecken geblieben, ohne dass sich eure Lebensqualität wesentlich verbessert hätte, während ihr nun aktuell auf einige große Veränderungen zusteuert, die sozusagen die verlorene Zeit wieder aufholen werden. Ihr befindet euch gewissermaßen auf halbem Wege und sehr bald werdet ihr erfahren, wohin die Ereignisse euch führen. Das Beste steht eindeutig noch bevor und ihr werdet überglücklich sein, wenn ihr erkennt, welches eure wahre Bestimmung ist.
Wie alles andere auch wird eure Lebensführung anhand eures Lebensplans gesteuert, auf den ihr euch zuvor geeinigt habt. Der Vorteil, den ihr nun durch das Passieren der 2012er Wegmarkierung gewonnen habt, besteht darin, dass ihr die Richtung, die ihr einschlagt, nun selbst bestimmen könnt, auch wenn das Ergebnis vorherbestimmt ist. Die kommenden Jahre gehören zu den wichtigsten, an denen ihr je teilgenommen habt. Oft wurde euch gesagt, dass nichts zufällig geschieht, insofern es euch bestimmt ist, einen bestimmten Weg einzuschlagen, der das gewünschte Ergebnis gewährleistet. Zwar könnt ihr davon auch abweichen, doch seid versichert, dass ihr irgendwann immer wieder dahin zurückkehren werdet. Das gilt auch für persönliche Beziehungen und es wird viel Arbeit investiert, um sicherzustellen, dass ihr die richtigen Leute trefft. Schließlich tragt ihr Karma mit euch, das fast immer Seelen betrifft, die in euer Leben kommen müssen, damit es geklärt werden kann. Oft gehört ihr einer Gruppe an, die sich zu dem Zweck zusammenfindet, gemeinsame Erfahrungen zu schaffen. Auch Familien kommen wieder zusammen, jedoch nicht unbedingt in exakt den gleichen Beziehungsverhältnissen. Wenn ihr also einer alten Seele begegnet, der ihr früher schon einmal begegnet seid, geschieht oft ein Wiedererkennen von jemandem, der euch bereits vertraut zu sein scheint. Zuweilen werdet ihr von eurem Weg abkommen, doch normalerweise können eure Geistführer euch wieder auf den Weg zurückbringen, auf dem ihr euch eigentlich befinden solltet. Da ihr wisst, dass das Leben einen bestimmten Zweck verfolgt, der sich auf eure Fortschritte auswirkt, ist es natürlich auch wichtig, dass ihr achtsam vorgeht, um keine wichtige Gelegenheit zu verpassen, die für eure weiteren Fortschritte entscheidend ist. Aber ihr werdet auch immer wieder eine neue Chance erhalten. Es kommt darauf an, den richtigen Moment zu erfassen. Wenn etwas beharrlich immer wieder auftaucht, ist das ein Zeichen dafür, dass es eure Aufmerksamkeit einfordert. Seid euch also dieser Dinge bewusst und reagiert auf eine Weise, die dazu beiträgt, genau das zu manifestieren, was ihr benötigt, um damit umgehen zu können. Es liegt auf der Hand, dass je rascher Fortschritte erzielt werden, desto mehr Zeit auf eure persönlichen Bedürfnisse verwendet werden kann. Haltet eure Interessen lebendig, auf Gebieten, die eure Weiterentwicklung fördern, und wisst, dass ihr immer Hilfe erhaltet, wenn ihr sie braucht. Sagt euren Geistführern, worum es sich handelt, und sie werden Dinge in Bewegung setzen, die eure Bedürfnisse decken, es sei denn, es gibt noch karmische Gründe, die etwas anderes diktieren. Mit der richtigen Vorgehensweise werdet ihr jedenfalls durch die vor euch liegenden rauen Zeiten segeln können. Ich hinterlasse euch meine Liebe und meinen Segen. Möge das Licht eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt durch mein höheres Selbst, mein Gott selbst. Jede Seele hat die gleiche Verbindung zu Gott. In Liebe und Licht, Mike Quinsey. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.